Vielleicht ist an dem ersten Satz, den der Typ, den ich im anderen Video verreiße, da schreibt, doch was dran. Ja, und damit hallo aus dem Schnitt. Gemeint war die These, die ich jetzt auch noch mehrfach von anderen Leuten zu hören bekommen habe und die ich ursprünglich mal in einem Kommentieren-Video ganz einfach abgetan habe und eben diesen Faktor tatsächlich da dann nicht genannt habe, weil er mir spontan nicht eingefallen ist, und das möchte ich jetzt gerne nachholen, ist eben, dass erst die Temperatur ansteigt wegen natürlichem Klimawandel, ja, und dann als Folge dieses natürlichen Temperaturanstiegs CO2 aus dem Meer ausdampft, weil wenn das Meer wärmer wird, hält es weniger CO2 und das steigt dann auf. Und dadurch steigt die CO2-Konzentration und infolgedessen hat das nichts mit der Industrialisierung und dem ganzen Kohle und dem ganzen Öl, was wir so verbrannt haben, zu tun. Also das ist die These, ja. Und die wollen wir jetzt diskutieren und das machen wir jetzt mit dem Live-Ben. Und ich wollte nur nochmal hier, weil das Video so abrupt anfängt, weil ich ursprünglich nicht vorhatte, einen Mehrteiler zu machen, kurz nochmal ins Thema einführen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Vielleicht erhöht sich ja die Temperatur und dadurch steigt die CO2-Konzentration an. Welcher Faktor, der mir zugegebenerweise, das habe ich dann auch in die Kommentare noch so reingeschrieben, in meinem letzten Video nicht eingefallen ist, könnte denn dafür verantwortlich sein? Und ich habe ihn mal mitgebracht. Hier, original Meerwasser. Denn wenn Meerwasser heißer wird, ich könnte hier über die Flamme halten, dann dampft da mehr Gas aus. Also vorsichtig ausgedrückt, eine Flüssigkeit, insbesondere Wasser, ne? Es ist wurscht, ob Salz drin ist oder nicht, kann, wenn es heiß ist, weniger Gas lösen, als wenn es kalt ist. So, und das würde bedeuten, dass es sein könnte, und das stimmt auch, das könnte tatsächlich sein, da will ich mich jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, das geht, dass wenn die Meerestemperatur ansteigt, dass mehr weniger CO2 im Wasser lösen kann und das dampft dann raus. Wie sieht das aus, wenn CO2 rausdampft? So. Deswegen habe ich extra das Etikett abgemacht, damit mir keiner Werbung unterstellen kann, wenn ich diesen tollen Versuch mache. Weil was ist dafür für verantwortlich, dass die Flasche das tut, was sie tut? Ja, CO2. Da ist nichts anderes drin. Genau. Und wenn ich jetzt hier meine Cola aufmache, dann setze ich gerade CO2 frei und es wird wärmer in der Hütte. Ja, ich kann schon spüren. Ja, folgendes. Nee, das stimmt wirklich. Also potenziell könnte man ja mal die Theorie in den Raum schmeißen, dass es wird wärmer, mehr CO2 dampft aus dem Meer. Deswegen finden wir mehr CO2 in der Atmosphäre. Kann sein. Stimmt wahrscheinlich sogar. Bis zu einem gewissen Grad. Es stimmt, es wird wärmer. Mehr CO2 dampft aus dem Meer. Und das CO2, das aus dem Meer gedampft ist, finden wir erstmal theoretisch in der Atmosphäre. Blöd ist jetzt bloß, dass das nur ein Prozess ist. Und in Ökosystemen findet selten ein Prozess statt, sondern es gibt viele. Sehr, 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 sehr viele. Und es ist sogar möglich, ich weiß, das ist jetzt wieder wahnsinnig kompliziert und unvorstellbar, aber es ist sogar möglich, dass mehrere Prozesse gleichzeitig stattfinden, die jeweils das Gegenteil voneinander bewirken. Nämlich, wenn wir in einem Raum, da gehen wir jetzt mal davon aus, dass hier oben ist jetzt die Atmosphäre, hier, ja, in diesem Bereich der Atmosphäre reichern wir CO2 an. Nämlich indem wir die Flasche an den CO2-Apparat dran schließen und der schießt hier jetzt CO2 rein. In dem Bereich, der da oben, wenn die Flasche voll ist, noch frei ist. Ja, dann reichern wir also hier oben in diesem Stückchen Atmosphäre massiv CO2 an. Und jetzt passiert Folgendes, das nennt man Diffusion. Ein Stoff, also eine Flüssigkeit, sagen wir jetzt mal, Wasser. Ja? Und darüber Luft, also ein Gasgemisch. Die diffundieren jeweils ineinander. Ein bisschen, nicht sehr viel, aber das ist Physik. Da muss man sich jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Wasser gibt an die Luft immer ein paar Wassertröpfchen ab.
Das ist abhängig von der Temperatur. Wenn es besonders heiß ist, dann gibt Wasser mehr Wassertröpfchen an die Luft ab. Das ist auch der Grund, weshalb, wenn wir Wäsche aufhängen, die dann trocknet, weil sie Wassertröpfchen, weil sie nasser ist als die Luft, gibt sie Wassertröpfchen an die Luft ab. Die werden in der Luft gespeichert. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Und dann wird die Luft etwas feuchter. Und das funktioniert tatsächlich auch umgekehrt, dass sollte die Luft feuchter sein als was anderes, selten als das Meer, das ist nämlich maximal feucht, ja. Aber sollte die Luft feuchter sein als zum Beispiel eure Wäsche und ihr hängt sie in feuchte Luft, dann wird eure Wäsche nicht trockener, sondern nasser. Im Regelfall. Oder ihr selber, wenn ihr durch eine Wolke latscht oder ähnliches. Und das ist ganz simpel ausgedrückt, ist das jetzt ein einfaches Beispiel für Diffusion. Und das besteht eben nicht nur mit Wasser und einem trockenen Luft, sondern das kann auch mit einzelnen Gasen in der Luft und einzelnen Gasen, die im Wasser gelöst sind, passieren. Je wärmer das Wasser wird, desto eher gibt es Gase, die in ihm gelöst sind, an die Luft ab. Aber gleichzeitig auch, je höher die Konzentration eines Gases im Gasgemisch ist, desto eher wird dieser Bestandteil des Gasgemisches auch in der darunterliegenden Schicht Wasser aufgenommen. Ja, also das Gas kann nicht nur aus dem Wasser in die Luft, sondern es kann auch von der Luft ins Wasser. Und so komisch das jetzt auch klingt, aber das haben wir hier. Wenn wir den oberen Bereich der Flasche mit CO2 derart sättigen, da mit so viel Druck richtig viel CO2 reinpusten, dann wird dieses CO2 nach und nach in die Flüssigkeit, in das schwarze Wasser in diesem Fall, hier hinein diffundieren und dann ist da auch jede Menge CO2 drin. Und da das hier ein in sich geschlossenes System ist, anders als die Atmosphäre, die ist kein geschlossenes System, dauert das über einen längeren Zeitraum und dann gleicht sich das vollkommen aus. Dann ist irgendwann genauso viel CO2 hier in der Flüssigkeit wie hier oben in dem bisschen Luft, was da zusätzlich noch drin ist. Ja, das ist ja nicht nur CO2, sondern da ist auch noch ein Hauch von Luft und das gleicht sich dann, vermute ich zumindest, dass da noch ein Hauch von Luft dabei ist, das weiß ich gar nicht so genau, kommt drauf an, wie viel CO2 man da hier was reinhaut. Aber so gleicht sich das dann nach und nach wieder aus. Das ist übrigens auch der Grund, dass wenn ich die Flasche schüttel, ja, ich bin ja wirklich kein Physiker, aber dann gibt es hier so eine lustige Schaumbildung, weil das CO2 aus dem Wasser derart schnell aufsteigt, weil die Moleküle dann mehr in Bewegung sind, wenn die Flüssigkeit in Bewegung ist, dass das CO2 dann damit hochsteigt, hier oben sich jetzt erstmal im gasförmigen Bereich der Flasche ansammelt und wenn ich hier jetzt die Flasche aufmache, dann zischt es erstens und ich kann auch riechen, dass da eben das Cola-Aroma rauskommt, eben in Form mit auch dem CO2 und man drückt sich, man kann sich wirklich denn das CO2 auch ins Gesicht drücken. Also wenn ihr mal über eine noch stark Kohlensäure gefüllte Flasche, die ihr geschüttelt habt, nicht, dass es direkt rausschäumt, sondern nur, dass das Gas ein bisschen rausströmt, den Kopf drüber haltet, die Wange, ja, so eine empfindliche Hautpartie, könnt ihr richtig merken, wie das Gas da rausströmt. Und wenn ihr hingegen, wenn das System ein offenes System ist. Und warum strömt es da raus? Naja, weil hier drin mehr CO2, hier in der Umgebungsluft weniger CO2. Und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Grundsatz in der Natur. Wenn in einem Teil des Systems mehr von Stoff, scheißegal was, drin ist und im Rest des Systems weniger, dann passen die sich an. Ja? In einem System, in dem das fließen kann, also CO2 von der Flasche in die Atmosphäre und umgekehrt von der Atmosphäre theoretisch in die Flasche. Das passt sich so lange an, bis dann der Druck ausgeglichen ist sozusagen. Bis der Anteil von vorhandenen Partikelchen ausgeglichen ist. Das kann euch jetzt natürlich ein Physiker wirklich viel, viel, viel besser erklären. Ich bin halt einfach keiner. Und darum habe ich mich auch lange gesträubt, dieses Video zu machen. Aber der Prozess der Diffusion. Mit Wasser ist es noch am einfachsten. Ne? Wasser gibt Wasserpartikelchen an trockene Luft ab. Wenn die Luft feuchter ist als ein trockenes Material, das man in die Luft mitnimmt, gibt die Luft Wasserpartikelchen an das trockene Zeug, was man mit in die Luft genommen hat, ab. Und das funktioniert nicht nur mit Wasser, das funktioniert auch mit Kohlenstoffdioxid, das funktioniert mit Sauerstoff. Ne? Wenn Lüften, ihr habt in eurer Bude
zu wenig gelüftet und habt jetzt Corona und habt zu wenig gelüftet in eurer Bude und ihr merkt, die Luft wird schlecht, ihr kriegt weniger gut Luft, der Sauerstoffkonzentration nimmt ab, ihr macht das Fenster auf, Sauerstoff draußen in der freien Atmosphäre ist viel Sauerstoff, der Sauerstoff diffundiert in eure Bude, in eurer Bude ist viel Kohlenstoff, den atmen wir ja aus, also Kohlenstoffdioxid, CO2, wir sind Tiere, wir atmen das aus. Alle Tiere machen das und Pilze und Pflanzen, wenn es dunkel ist. Aber das geht dann raus, diffundiert in die freie Atmosphäre, weil da weniger CO2 drin ist als in unserer Wohnung. Und der Sauerstoff, weil da mehr Sauerstoff draußen ist als in unserer Wohnung, kommt rein. So, so funktioniert das. Und wenn unsere Wohnung halt nicht unsere Wohnung wäre, sondern der Ozean, dann würde das genauso auch funktionieren. Und die schöne Sache bei der Sache ist jetzt, wenn es tatsächlich so wäre, dass durch den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, durch das Verbrennen von fossilen Energieträgern, und der muss dadurch ansteigen, weil irgendwo muss das CO2 ja hingehen. Das ist auch absolut klar. Wenn wir fossile Energieträger verbrennen, und das tun wir, dann löst sich das CO2, was da drin enthalten ist, und das ist da drin enthalten. Das kann man auch wirklich beim besten Willen nicht bestreiten. Da müsstest du die Chemie als solche ablehnen. Chemie existiert nicht. Es gibt diese Wissenschaft nicht. Alle Erkenntnisse der Lehre von den Stoffen sind nichtig, das gibt es nicht. Wenn du das ablehnen möchtest, dann darfst du auch gerne daran zweifeln, dass eine solche Diffusion im Prinzip stattfindet. Ne? Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das Schöne ist jetzt eben, dass wir jetzt verschiedene Dinge messen können. Nämlich, wir können messen, dass der Anstieg des CO2s in der Atmosphäre zufälligerweise, das völlig, völlig zufällig, ne, muss keinen Zusammenhang geben, genau der Menge an fossilen Energieträgern entspricht, die wir so verbrannt haben. Das kommt erstaunlich gut hin, dem CO2, das da drin ist. Ja, und wir können übrigens noch was messen. Wir können messen, ob denn die CO2-Konzentration im Ozean sinkt. Weil, wenn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ansteigt, weil das CO2 aus dem wärmer werdenden Ozean kommt, dann müsste nach Adam Riese ja die CO2-Konzentration im Ozean abnehmen. Das ist doch logisch, oder? Können wir soweit uns darauf einigen, dass das dann so sein müsste? Weil kein Stoff kann aus dem Nichts einfach plötzlich aufploppen und ist dann da. Das geht halt nun mal nicht. Das ist dann wieder... Ich lasse es. Also das kann nicht sein, beziehungsweise das können wir messen. Und wenn wir das messen, stellen wir fest, nö, die CO2-Konzentration im Ozean nimmt zu. Ja, und weil das kompliziert ist, habe ich mal bei meiner Grafikerin, /Frau, diese schöne Grafik in Auftrag gegeben, wo wir uns mal ein bisschen intensiver mit dem CO2-Zyklus in gewisser Weise im Ozean beschäftigen können. So. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen klären, welche Mechanismen spielen denn da im Detail eine Rolle. Natürlich nicht so detailliert, wie man das machen könnte. Da könnte man wahrscheinlich 8 Stunden drüber hocken und hätte immer noch nicht mal einen Ansatz. Alles diskutiert, was da eine Rolle spielt. Aber vereinfacht können wir, glaube ich, doch mal kurz davon reden. So, wir sehen hier den Mann mit Hut, der da im Wasser schwimmt. Der hält ein braunes Schild in der Hand. Ja, und dieses braune Schild ist jetzt erstmal die wesentliche Reaktion, die für Kohlenstoffdioxid-Eintrag in die Ozeane wichtig ist, denn nur in super geringen Anteilen, und das ist jetzt durchaus auch anders als in meinem Beispiel mit der Colaflasche, liegt im Ozean CO2 in stinknormaler CO2-Form auch vor, ja? Also als Kohlenstoffdioxidgas, sondern sobald das CO2 ins Wasser kommt, ist da ja Wasser. Und wir gucken uns jetzt mal die Reaktionsgleichung hier auf dem braunen Schild an, oberste Zeile. CO2 plus H2O, was nachweislich Wasser ist, plus Carbonat, denn tatsächlich schwimmt in unseren Meeren auch Carbonat rum, dazu kommen wir gleich, ergibt dann folgende chemische Reaktion, nämlich 2
HCO3-, ne? Das ist die chemische Reaktion von CO2 mit Wasser mit Carbonat. Das funktioniert auch umgekehrt. Aus 2 HCO3- kann auch ein CO2, ein H2O und ein CO3-2- entsprechend wieder rückgewonnen werden. Das ist also eine Umkehrreaktion, die in beide Richtungen verlaufen kann. Aber wenn CO2 ins Wasser reinkommt, dann eben zu extrem hohen Anteilen läuft diese Reaktion ab. Das ist jetzt dahingehend erstmal ganz interessant, dass eben das CO2 im Ozean nicht als CO2 gespeichert wird, sondern als Hydrogencarbonat. Und als solches ist es auch deutlich, ich sag mal, anfälliger, mit dem Wasser, mit den Strömungen des Wassers transportiert zu werden und dahin zu gehen, wo es kalt ist, wo es warm ist, wo halt die jeweilige Strömung hinfließt. Weiterhin muss man wissen, dass Carbonat, das zu der Bindung von Kohlenstoffdioxid im Ozean zwingend erforderlich ist, weil sich sonst kein Hydrogencarbonat bilden kann, wenn überhaupt kein Carbonat da ist. Das ist tatsächlich endlich. Wo kommt das Carbonat denn her? Das Carbonat kommt aus unseren Flüssen. Jeder Fluss, der irgendwann mal früher oder später in den Ozean fließt, hat eine gewisse Menge Carbonat dabei, und zwar das, was er unterwegs im Laufe seines Fließens aufgenommen hat. Das ist zum einen Abrieb von carbonathaltigen Gesteinen. Beispielsweise die kompletten Nord- und Südalpen, die bestehen aus Kalk, das ist ein Carbonat, und was sie da abreiben, landet direkt als Carbonat eben entsprechend im Ozean. Möglich sind auch Carbonate, die sich dann aus der Umwelt bilden, oder organische Substanz, die zu Carbonat umgebildet wird, wenn zum Beispiel irgendwelche toten Pflanzenteile irgendwo ins Wasser fallen. Das wäre auch theoretisch sowas in die Richtung möglich. Ja? Aber Tatsache ist jedenfalls, dass mit dem Vorhandensein von Fließgewässern und einer über die Gesamterde halbwegs konstanten Menge an Niederschlag. Das mag an manchen Jahren insgesamt ein bisschen weniger regnen als in anderen, aber trotzdem, wir haben eine Plus-Minus auf die Dauer langfristig gesehen konstante Menge an Wasserdampf in der Atmosphäre, der dann irgendwann abregnet und damit auch immer ungefähr konstant viel irgendwo auf Land abregnet, und damit ist der Eintrag von Carbonat ins Meer jährlich so und so hoch mit gewissen Schwankungen, ne? Aber da wird sich nicht maßgeblich viel dran ändern. So, und da war jetzt CO2 und Carbonat im Verhältnis von 1:1 sozusagen brauchen, um Hydrogencarbonat zu bilden in unserer Reaktionsgleichung, bedeutet das, dass wenn uns das Carbonat ausgeht, wir kein CO2 mehr im Ozean speichern können. Also wir machen das sowieso nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Und das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir eine Menge CO2 haben, was aus dem Ozean ausdampft, dann kann das ja nur dadurch ausdampfen, dass Hydrogencarbonat sich wieder löst zu CO2, noch mehr Wasser und Carbonat. Das heißt, bei einer Ausdampfreaktion von CO2 aus dem Ozean müsste mehr Carbonat anfallen. Und wenn mehr Carbonat anfällt, um das vorwegzunehmen, dann könnten wir irgendwie problemlos messen, dass gerade enorm viel Carbonat im Meer vorhanden ist, denn das hat massiv Einfluss auf den pH-Wert. Und allein an solchen pH-Wertänderungen kann man eben recht schön feststellen, dass da was passiert und in welche Richtung das passiert. Und ein pH-Wert messen ist nun wirklich nicht besonders schwer. Gut, aber jetzt mal zu den entsprechenden Kreislaufsystemen, die hier eine Rolle spielen. Und ich habe da, wie gesagt, nicht alle drin. Das werden mir jetzt einige Leute vorwerfen, aber dann sitzen wir echt morgen noch hier. Gut, kaltes Wasser links unterhalb der Eisberge, das sind Eisberge da oben, ich finde sie sehr schön. Man beachtet den einen Eisberg, der im Wasser schwimmt, da ist auch nur ein Viertel ungefähr in der Wasseroberfläche und der Rest ist schön der unsichtbare Teil des Eisbergs. Egal, lassen wir das. Jedenfalls, kaltes Wasser sinkt ab. Damit
Und das tut es tatsächlich immer, wer eine Badewanne hat, in der er zu lange gelegen ist und das Wasser beginnt kalt zu werden und man gießt sich warmes Wasser nach, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das warme Wasser irgendwie oben schwimmt und das kalte Wasser unten und man muss sich in der Badewanne schon bewegen, um kaltes und warmes Wasser miteinander zu vermischen. Der Prozess dürfte relativ einfach experimentell nachweisbar sein, dass kaltes Wasser eben absinkt. So, wenn unser Wasser vorher eben CO2 aufgenommen hat per Diffusion, das sich als Hydrogencarbonat entsprechend gebunden hat, dann wird dieses Hydrogencarbonat in dem kalten Wasser mit absinken und landet, folgen wir mal unserer Spirale nach unten, in der Tiefsee. So, und jetzt müssen wir wissen, was einmal in der Tiefsee angekommen ist, das bleibt da eine ganze Weile und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es ein Aufschwemmen der tiefen Wasserpakete, wenn man so möchte, an Land braucht, damit diese dann überhaupt wieder so weit hochgehoben werden. Ja, also wenn sich das Land immer mehr, eine sehr flache Küste, das Wasser kommt eine flache Küste entlang und nähert sich immer mehr der Wasseroberfläche und immer mehr dem Land. Und damit hat die Sonne immer mehr Einfluss auf dieses Wasserpaket und dieses Wasserpaket wärmt sich dann natürlich auf und spätestens, wenn es sich aufgewärmt hat, dann haben wir eben das Phänomen, dass das Wasser so warm ist, dass es, und dann befinden wir uns jetzt rechts im Schaubild, nicht mehr viel CO2 halten kann, weil das haben wir ja auch schon bereits besprochen. Warmes Wasser kann weniger CO2 speichern. Auch in diesem Fall, dass es Hydrogencarbonat ist, wird die Reaktionsgleichung vom Hydrogencarbonat zurück zum Carbonat und zum CO2 in die Richtung ablaufen, dass mehr CO2 als Gas ausdampft, als Neues gespeichert wird, wenn wir es dann eben mit Warmwasser zu tun haben. So, jetzt mal rein, diese Wasserbewegung. Warum bleibt das lange in der Tiefsee, wenn es mal in der Tiefsee angekommen ist? Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass eben die Tiefsee erstens ziemlich tief ist und zweitens, wenn eine warme Wasserschicht bereits über dem kalten Wasser drüber ist, und im Regelfall wird da eine wärmere Wasserschicht drüber sein, weil das Wasser weiter oben näher an der Sonne ist, ergo ist es sowieso wärmer, dann ist es für eine kalte Wasserschicht unmöglich, durch eine warme Wasserschicht hindurch aufzusteigen. Die kann also so gar nicht wärmer werden. Also muss es wirklich eine Bewegung zu einer Küste geben, dass das Ganze so hochgehoben wird und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass eben dieser Prozess des Verbleibens von Stoffen, die einmal in der Tiefsee gelandet sind, relativ lange andauert. Das muss jetzt allerdings nicht zwingend der Ehrlichkeit halber heißen, dass deswegen kein CO2 aus dem Ozean ausgasen kann. Möglich wäre nämlich jetzt zum Beispiel, dass jetzt nach und nach der Klimawandel dadurch verursacht wurde, dass eben irgendwelches vor, keine Ahnung, ein paar tausend Jahren von mir aus, eben der Tiefsee gelandetes CO2 in letzter Zeit vermehrt ausgedampft ist, weil vermehrt CO2 aus der Tiefsee eben nach oben aufgestiegen ist. Ja, aber dann müsste der Prozess, der da wirklich enorm langsam ist, das Aufsteigen des Wassers aus der Tiefsee, müsste dann unglaublich schnell abgelaufen sein, weil wir ja wissen, dass die CO2-Konzentration innerhalb von 200 Jahren angestiegen ist. Und eine derartige Beschleunigung sämtlicher Meeresströmungen, die eben schneller Wasser aus der Tiefsee hervorbefördert, das hätten wir gemerkt. Das hätten wir absolut unbedingt merken müssen, wenn die Meeresströmungen sich in ihrer Geschwindigkeit verdreifacht, vervierfacht oder was weiß ich was hätten. Also das kann es nicht wirklich sein. So, das also jetzt erstmal zu den generellen Stoffströmen. Jetzt gucken wir uns mal spaßeshalber die Bildmitte an. Da haben wir das Phytoplankton, ne? Denn im Wasser gibt es ja nicht nur Wasser, sondern da gibt es eben auch Algen im Prinzip, unter anderem Phytoplankton, Cyanobakterien. Das wäre auch ein anderer Begriff, den man in diesem Zusammenhang vielleicht verwenden kann. Und da habe ich jetzt ein kleines Rechenbeispiel mal eingebaut. Da gibt es noch verschiedene andere Rechenbeispiele, die wir hätten machen können, aber hier ist jetzt mal eins. Wir haben eine Primärproduktion. Das bedeutet, Phytoplankton kann Photosynthese, nimmt also CO2,
dass entweder aus der Reaktionsgleichung vom Hydrogencarbonat zurück zum CO2 und Carbonat entsteht und im Wasser verfügbar wird, oder dass direkt als Gas in den Ozean eingast, und bevor es überhaupt zu Hydrogencarbonat werden kann, wird es bereits vom Phytoplankton aufgenommen. Das ist durchaus ein häufiger Prozess, denn das Phytoplankton ist direkt unter der Meeresoberfläche, da wo viel Licht hinkommt. Das braucht es ja, ist eine Pflanze, braucht Licht, ja, also ist quasi eine Pflanze. So, und eben das Phytoplankton nimmt, meines Wissens ist das pro Jahr, 103 Gigatonnen Kohlenstoff auf. Und wie jede auch Landpflanze hat ein Phytoplankton selber einen Stoffwechsel. Ja? Das heißt, zwar wird durch die Photosynthese erstmal 103 Gigatonnen aufgenommen, aber Photosynthese kann ja nur dann stattfinden, wenn es gerade hell ist. Und da Phytoplankton weiterleben möchte, wenn es gerade nicht hell ist, vorsichtig ausgedrückt, gibt es auch eine Dunkelreaktion, beziehungsweise was treibt das die ganze Zeit, wenn es nicht Photosynthese macht? Ja, dann muss es atmen, wie zum Beispiel auch Tiere oder Pilze. Ja? Und diese Atmung, Respiration, verbraucht 38 Gigatonnen von dem Kohlenstoff, der zuvor aufgenommen wurde. Und deswegen spricht man von Brutto-Primärproduktion und eben Netto-Primärproduktion. Netto-Primärproduktion ist das, was im Endeffekt nachher übrig bleibt. Das ist wie mit Geld, ne? Da ist Netto ja auch das, was vom Brutto übrig bleibt. Und die beträgt dann noch 45 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist also das, was pro Zeiteinheit, ich denke, wie gesagt, das wäre ein Jahr, habe ich jetzt gar nicht ganz genau im Kopf, an Kohlenstoff durch Photosynthese im Meer gespeichert wird. So, jetzt gibt es da aber eben nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere, und wir haben hier einen freundlichen Wal, der, wie es nun mal sinnbildlich, für sämtliche heterotrophen Organismen steht. Und die sind deswegen chemoheterotroph, weil die darauf angewiesen sind, Biomasse, vorhandene Biomasse, sprich Pflanzenmasse primär und sekundär dann auch Tiere, die vorher Pflanzen gefressen haben, aufzufuttern, ja, um eben Respiration betreiben zu können. Das ist Atmung, beziehungsweise wir können es auch als Stoffwechsel zusammenfassen. Ein Wal ist ein Säugetier in diesem Fall, macht da nichts anderes als wir. Und insgesamt verbrauchen die Tiere, die sich dann direkt vom Phytoplankton oder indirekt vom Phytoplankton ernähren, also jemanden fressen, der vorher das Plankton gefressen hat, die brauchen von dem, was da zusammengekommen ist, an Biomasse, an gebundenem Kohlenstoff in Form von Biomasse, 34 Gigatonnen Kohlenstoff. So. Was bleibt da jetzt noch übrig? Naja, erstens, die Tiere, die die pflanzliche Biomasse vorher gefressen haben, sterben irgendwann. Das ist ein Teil vom Detritus. Dann sterben auch mal hin und wieder Cyanobakterien und treiben einfach nach unten. Oder ein Wal lässt im Laufe seines Lebens auch mal ein Häuflein fallen, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht wie hier dargestellt. Aber auch da treibt dann wieder entsprechend Biomasse nach unten. Ja, und sämtliche tote Biomasse, die zum Beispiel im Wald einen Humus und einen organischen Horizont im Waldboden bildet, die fällt in ähnlicher Form, ein bisschen anders ist es natürlich schon, aber in ähnlicher Form fällt die auch im Ozean an, und auch da sinkt die nach unten und landet früher oder später in der Tiefsee und ist dann erstmal weg. Die Zyklen, die von Tiefsee zu Nicht-Tiefsee stattfinden, hatten wir ja schon besprochen. Aber was da vor allen Dingen dann auch noch stattfindet, und das ist dann auch ein sehr langfristiger Prozess, der langfristig auch erklärt, warum Meere im Regelfall im Lauf der Erdgeschichte fast immer eine Kohlenstoffsenke gewesen sind. Ja, fast immer. Ja, das kann sich auch mal ändern, theoretisch, aber dann langsam. Sehr, sehr langsam, denn wir haben hier eine Sedimentation unten rechts in der Ecke. Der Detritus lagert sich auf dem Meeresboden ab, zusätzliches Material lagert sich ab, und das ist ein Prozess, der findet statt, seit wir Ozeane auf dem Planeten haben. Seit es Erosion gibt, Flüsse an Land tragen Material ab, spülen es ins Meer, und was passiert damit? Irgendwann kommt es unten am Meeresgrund an, und was macht es dann? Es bleibt liegen. Zwar findet auch unten links im Schaubild eine Lösung der Sedimente statt, die mit minus 0,2 Gigatonnen Kohlenstoff hier jetzt zu Buche trägt, was dann wieder in die Tiefsee aufsteigt, was irgendwann von der Tiefsee auch wieder außerhalb des Meeres landet. Ja.
Aber die Sedimentation überwiegt derzeit mit plus 0,4 Gigatonnen Kohlenstoff, der halt eben am Meeresgrund derzeit eingebaut wird. Und allein das wäre jetzt schon ein Beispiel dafür, dass die Meere nicht mehr allzu viel Kohlenstoff abgeben könnten, könnte man meinen. Wobei zugegebenerweise die Sedimentation, diese reine biologische Komponente der Kohlenstoffspeicherung in den Meeren, ein bisschen losgelöst betrachtet werden muss von der Diffusion von atmosphärischem CO2, das gar nicht erst in Pflanzen drin gewesen ist, ins Meer und eben dem Prozess der Hydrogencarbonatbildung und so weiter und so fort. Aber wie eingangs schon erwähnt, haben wir dadurch, dass wenn sich viel Hydrogencarbonat bildet, sprich viel CO2 im Meer drin ist, eben wenig Carbonat, was wir nachweisen können. Wir hätten viel Carbonat, was wir nachweisen können, wenn viel CO2 das Meer verlassen würde. Ja? Und tatsächlich stimmt es also letztendlich schon, dass wenn das Wasser wärmer wird, und das Wasser ist tatsächlich auch wärmer geworden, das Wasser an den Stellen, wo es warm ist, mehr CO2 abgibt. Also in den Tropen haben wir netto fast immer nur Wasser, ozeanisches Wasser, das CO2 abgibt. Aber wir haben halt eben in den kälteren Gebieten netto auch immer fast nur Wasser, was CO2 aufnimmt. Und durch eben unter anderem die Carbonat-Hydrogen-Carbonat-Geschichte können wir uns sicher sein, dass zumindest in den letzten 40 Jahren, da sind die Messwerte relativ gut, ein Nettoeintrag von CO2 in die Ozeane stattgefunden hat. Und zwar ein massiver. Also ganz viel atmosphärisches CO2 ist in den Ozeanen gelandet. Wenn es die Ozeane so nicht gäbe und sie weniger CO2 aufnehmen würden, dann wäre die atmosphärische CO2-Konzentration auch nochmal um 100 ppm höher. Ja, gut. Das reicht hoffentlich an dieser Stelle aus. Zurück zum Ben in der Hütte. Also wir haben zwei Prozesse. Einmal Abgabe von CO2, wenn es wärmer wird. Das könnte Erklärung sein für mehr CO2 in der Atmosphäre. Und wir haben einen weiteren Prozess, mehr CO2 in der Atmosphäre führt dazu, dass mehr CO2 im Ozean. Letzteres scheint zu überwiegen, weil die nimmt zu. Ja, das kann man messen. Das ist ganz simpel. Also die Behauptung, durch CO2-Ausdampfung aus dem Ozean würde die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigen und das sei ein natürlicher Prozess. Das kann man ganz einfach durch Messung widerlegen. Punkt, messen, fertig. Klar, kann nicht sein. Abgehakt, kommt auf den Müll der Theorien. Der große Müllhaufen der Theorien, die man überprüft hat. Bei Überprüfung hat sich festgestellt, nee, ist Quatsch, kann weg. Und das Gefährliche ist jetzt halt, beziehungsweise das Blöde und das Nervige, dass sich dann immer noch mal wieder irgendwer, der den wissenschaftlichen Diskurs nicht kennt, wo man sich die Frage auch mal gestellt hat, könnte das denn schuld sein? Hat man mal überlegt und dann hat man es eben gemessen und dann festgestellt, nein, ist nicht so. Und diesen wissenschaftlichen Diskurs kennen die Leute jetzt nicht. Und dann graben sie irgendeine uralte Publikation aus oder fragen irgendjemand, der mit seinem Wissen vor 30 Jahren aufgehört hat nachzudenken. Und der erzählt dir dann, das ist durch den Ozean, was das da ausdampft, weil wenn der wärmer wird, dann dampft das da aus und ignoriert einfach alles andere und weiß nicht oder möchte es nicht wissen, dass man das schon längst untersucht hat und festgestellt hat, nö, ist nicht so. Und dann taucht das immer wieder auf. Ja, also die Sache mit der ausdampfenden CO2 aus dem Ozean, übrigens, das findet auch sehr, 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 sehr langsam statt. Der Ozean ist ein riesen Temperaturspeicher. Das ist eine furchtbar große Wassermenge. Bis die ihre Temperatur ändert, das dauert ewig. Das dauert wirklich richtig, richtig lange. Selbst wenn wir die globale Temperatur um 6 Grad erhöhen, dann wird es immer noch ganz lange dauern, bis der Ozean danach zieht. Der ist ein sogenannter Puffer. Der wird also von der Außentemperatur nur ganz langsam, der puffert auch die Außentemperatur wiederum ab und wird nur ganz langsam erwärmt. Also selbst wenn der Prozess des ausgehasenden CO2 aus dem Ozean so elementar wichtig wäre, dann wäre der niemals stark genug, auf keinen Fall, um die Geschwindigkeit des CO2-Anstiegs entsprechend zu erklären. So, und an dieser Stelle muss ich kurz abschweifen. Wir haben noch einen vierten Punkt, den wir diskutieren müssen. Leute, nochmal zurück zu dem hier. Ja? Die absoluten Werte hier, die sind nicht uninteressant, aber die sind gar nicht das Problem.
Natürlich kann es auf der Erde 6 Grad wärmer sein als aktuell. Es kann auf der Erde auch 5 Grad kälter sein als aktuell. Das kann es alles sein. Das an sich ist alles überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass durch die Stauchung in dieser Grafik, na, das da so aussieht, als sei das hier ein unglaublich schneller CO2-Anstieg. Der ist aber nicht schnell. Der ist stattgefunden über viele, viele, viele Millionen von Jahren. Eine Million, ihr wisst, was eine Million ist. Das ist eine große Zahl. Dieser winzige Anstieg, den wir hier ganz, ganz am Rand haben, der noch nicht mal korrekt ist, ja, den man doch nicht mal richtig darstellen kann auf diesem Diagramm, auf dieser Grafik, der hat stattgefunden in 200 Jahren. Das sind 1 Million. Vielleicht war eine Null zu viel, ich weiß es nicht. Aber 200 Jahre, erdgeschichtlich betrachtet, das ist nichts. Eine Verdopplung der CO2-Konzentration in 200 Jahren hat es in der Erdgeschichte nicht mal im Ansatz jemals auch nur so viel gegeben. Das ist völlig neu. Das Tempo des Anstiegs der CO2-Konzentration, nicht die absolute Zahl, ob die 400 ppm oder 800 ppm und so weiter und so fort beträgt, das ist alles nicht egal, aber der Anstieg ist das, der dazu führt, dass das zu einem unglaublichen turbulenten Wetterwechsel führen wird. Klima, im ersten Moment ist das ziemlich abstrakt, im nächsten Moment hat es Auswirkungen aufs Wetter. Und zwar so, dass je schneller sich das Klima wandelt, desto extremer wird das Wetter und desto stärker wird das Wetter. Je größer die Unterschiede und je schneller die Einflussfaktoren, die zum Beispiel Luftdruckunterschiede, Temperaturunterschiede in der Atmosphäre, mal hier mal heiß, mal hier mal kalt und so weiter und so fort, bewirken, desto mehr führt das dazu, dass es einfach intensiver, schneller ablaufendes Wetter gibt. Was ist Wetter? Zum Beispiel Wind. Was ist schneller Wind? Sturm. Und was macht der? Nichts Gutes. So. Außerdem vorhandene Prozesse, auf denen unser Ökosystem basiert, wie zum Beispiel den Golfstrom. Ja? Der sorgt dafür, dass Norwegen relativ warm ist für seine nördliche Breite. Eigentlich wäre es da kälter, sollte man meinen. Ja, ist es aber nicht, weil der Golfstrom ist warm und sorgt dafür, dass da immer regelmäßig warme Luft ankommt. Das sind Prozesse, die sind so, seit es in Norwegen Pflanzen gibt. Ja, die haben sich, seit es sie in Norwegen gibt, daran gewöhnt, dass da der Golfstrom so stattfindet, wie er stattfindet. Wenn der jetzt anders stattfindet, dann muss eine Lebensform wie zum Beispiel eine Kiefer, die in irgendeinem Tal in Norwegen vor sich hin wächst und das seit 1000 Jahren, jetzt plötzlich innerhalb von 100 Jahren, also einem Zehntel ihrer Lebenszeit, einen völligen Wandel ihrer Wachstumsbedingungen durchmachen, das wird die nicht überleben. Mit großer, großer, großer Wahrscheinlichkeit nicht. Es hängt natürlich davon ab, wie extrem dieser Wandel wird. Sind es 2 Grad? Sind es 3 Grad? Sind es 4 Grad? Ab 4 Grad sind wir alle tot. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man damit jetzt umgeht. Ja, das will ich gar niemandem vorschreiben. Mir geht es immer nur darum, das gibt es. Was man deswegen unternimmt, ist eure Sache. Da will ich mich gar nicht einmischen. Ich renne jetzt nicht rum und erzähle jedem, er soll Veganer werden. Wäre das sinnvoll? Ja. Mache ich aber auch nicht. Ne? Er soll weniger Auto fahren. Wäre das sinnvoll? Ja. Ich versuch's. E-Auto. Schwer diskutiert, aber kann sein, dass das hilft. Ja? Je nachdem, wie man fragt. Ich bin kein Ingenieur. Ich habe Bücher von Ingenieuren gelesen, die sagen, das sei toll. Klingt plausibel. Ich habe Zuschauermails bekommen von Leuten, die sagen, das sei gar nicht toll. Klingt teilweise auch halbwegs plausibel. Tendenziell bin ich der Meinung, vielleicht könnte es doch ganz sinnvoll sein. Aber das ist nur eine Meinung. Ich weiß es nicht. Ich würde mir nicht anmaßen, jemandem jetzt zu sagen, kauf E-Auto, kauf nicht E-Auto. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin Ökologe, ich bin kein Ingenieur. Und auch kein Physiker, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, weil meine physikalischen Erklärungen zwar hoffentlich einigermaßen ausreichen, aber ganz so doll sind die dann halt auch wieder nicht. Ja? So.
Ja, und an der Stelle können wir prima einen thematischen Schnitt machen und kommen zum nächsten großen Missverständnis in der Klimadiskussion im nächsten Teil. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.